Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Video von mir. Dieses Video ist tatsächlich das erste Video im Jahr 2023, wenn ich richtig gerechnet habe. Und ich hoffe, ihr habt schön gefeiert und nicht ganz so hart. Und seid auch wieder gesund wieder zurückgekommen. Wenn ihr euch übrigens wundert, was das hier oben ist. Ich habe mich leider gestern an Siegelwachs verbrannt. Und deswegen bin ich auch ein bisschen nervös heute, was das heutige Projekt angeht. Denn heute werde ich was ausprobieren, was ich noch nie ausprobiert habe. Und zwar malen wir heute mit einem Bügeleisen. Von dieser Technik hatte ich zuvor eigentlich noch nie was gehört. Und ich bin da durch Zufall drauf gestoßen, weil ich im Internet mal wieder falsch abgebogen bin. So wie einem das manchmal passiert. Oder ich habe mir so gedacht, so ja, das wäre vielleicht mal eine gute Idee, das auszuprobieren. Wenn ihr noch nie davon gehört habt, dass ein Künstler mit einem Bügeleisen arbeitet, dann könnte es vielleicht daran liegen, dass der fachlich korrekte Bezeichnung dafür Enkaustikmalerei ist. Und zwar ist diese Maltechnik eine sehr alte Technik, die schon ins 6. Jahrhundert zurückreicht und somit auch eine ältere Maltechnik ist, als mit Öl zu malen. Es gibt auch nicht mehr so viele Aufzeichnungen oder Bilder, die mit dieser Technik angefertigt worden sind. Aber einer der berühmtesten Bilder ist halt ein Mumienporträt, das im alten Ägypten angefertigt wurde. Früher war halt diese Methode sehr aufwendig, weil man dort Bienenwachs genommen hat. Man hat das in farbliche Pigmente eingetaucht, hat das dann in eine Schale reingelegt und dann hat man darunter eine Fackel gehalten und dann hat man das aufs Papier raufgegossen quasi. Genau, so hat man das früher gemacht. Heutzutage benutzt man aber Bügeleisen. Oder wie man halt auch in der fachlichen korrekten Bezeichnung sagt, Maleisen. Natürlich habe ich keine Kosten und Mühen gescheut, Leute, und habe mir ein Enkaustik-Maleisen besorgt. So sieht das aus, das gute Stück von Hobbyring. Das Maleisen hat 240 Watt und 230 Volt. Ja, von allen Seiten ist sonst nur Pappe zu sehen, gibt sonst keine anderen Aufkleber. Und ja, ich würde mal sagen, wir packen das gute Stück mal aus. Ich muss schon ganz ehrlich zugeben, ich habe schon einmal reingeguckt kurz, was sich hier so da drin befindet, weil ich einfach zu neugierig war. Hier haben wir nochmal eine Anleitung, was sich genau hier drin alles befindet. Habe ich mir natürlich auch schon durchgelesen alles. Und hier haben wir das Maleisen selbst. So, das brauchen wir erstmal nicht mehr hier. Und so sieht das aus. Hier oben haben wir so ein Teil, das zieht man hier einfach raus. Und irgendwie muss man das hier so reinstecken. Ganz ehrlich, Leute, ich habe so ein bisschen Angst, dass ich mich an diesem Scheißteil irgendwie doch noch verbrenne. Von meinem Glück her, was ich momentan habe. Also irgendwie habe ich das Gefühl, läuft es momentan nicht so. Weil irgendwie geht momentan alles schief bei mir. Also ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich würde mal sagen, wir stecken das hier einfach mal so rein. That's what she said. Weil das hier, also hier drin steht leider nicht, wie rum man das Teil einhakt. Aber da ja das hier oben ist, denke ich mal, das gehört so herum. Fühlt sich an, als würde man eine Knarre zusammenbauen. Aber das sitzt auch richtig schön fest hier unten. Also da kann man ruckeln, wie man will. Da geht nichts raus. Das finde ich schon mal sehr gut. Hier haben wir dann noch so ein komisches Rädchen, wo wir halt die Temperatur einstellen können und wie heiß das werden soll. Also hier haben wir dann einmal off. Also bis 3 geht das. Das ist schon mal gut zu wissen. Und was ich natürlich auch noch dazu geholt habe, sind Wachsmalblöcke. Weil ich hatte mir auf YouTube ein Anfänger-Tutorial angeschaut und die Frau in dem Video meinte, man muss auf jeden Fall Wachsmaler benutzen, die aus Bienenwachs sind. Und deswegen habe ich mich für diese entschieden hier. Auch hier habe ich natürlich schon ein bisschen mal reingeguckt und ich war ein bisschen schockiert, weil die Blöcke sind ziemlich klein. Ich hatte nämlich gedacht, die wären doppelt so groß, aber okay. Jetzt nimmt man halt, was man kriegen kann, ne? Also die Frau in dem Video hatte jetzt auch nicht genau erzählt, warum man Bienenwachs benutzen soll. Aber ich denke, weil das sich halt einfach besser verteilen lässt am Ende. Ich würde mal sagen, wir stecken das Maleisen einfach mal hier in die Steckdose und lassen es heiß werden.
Und in der Zwischenzeit bereite ich schon mal den Arbeitsplatz vor. Denn wir müssen natürlich noch was drunter legen, weil das wird nachher sehr messy. Weil wenn hier zum Beispiel jetzt das Papier liegt, den geben wir halt immer so da drüber. Und dann reibt sich ja halt auch das Pigment von den Wachsmalstiften auch unten hier in die Unterlage mit rein. Also wäre schon sinnvoll, was da drunter zu legen. Ja, gesagt, getan. Ich habe dann einfach auch angefangen, meinen Arbeitsplatz auszulegen mit Papiertüchern, um die Unterlage so ein bisschen zu schützen. Anschließend habe ich dann noch von dem Maleisen die Schutzfolie abgezogen. Das ist auch sehr wichtig gewesen. Dann musste ich auch noch ein bisschen warten, bis das Maleisen überhaupt heiß ist. Und dabei kamen schon die ersten Schwierigkeiten, denn als das so richtig heiß wurde, hat das richtig angefangen nach Plastik zu stinken. Und zwar, ich meine, so richtig hart. Und ich dachte so, hä, woher kommt dieser komische Geruch? Und dann habe ich gesehen, dass dieses Rädchen, wo man einstellt, wie heiß das ist, dass das einfach an einer Seite schon weggeschmolzen ist. Also hat schon richtig gut angefangen. Der Arbeitsprozess an sich war sehr interessant und auch irgendwie satisfying. Vor allen Dingen, wenn man dieses heiße Wachs auf dem heißen Eisen verteilt und das dann so richtig schön cremig wird, also fast schon so wie Öl. Und dann kann man das so hin und her bewegen, wenn das noch heiß ist. Das ist halt echt amazing, muss ich zugeben. Am Anfang habe ich halt nur Farbstudien gemacht, um so ein bisschen ins Thema reinzukommen und mich halt auch mehr damit auseinanderzusetzen. Ich habe dann aber auch schnell gemerkt, dass ich das falsche Papier habe, denn bei mir ist das Wachs einfach zu schnell eingetrocknet ins Papier. Und das Papier hat die Wachsmalschichten auch, oder die Wachsschichten, so gierig aufgesaugt, wie ein trockener Schwamm das Wasser aufsaugt. Anschließend habe ich dann versucht, nur mit der einen Seite des Maleisens zu arbeiten, also dass man das quasi so ein bisschen anschrägt und dann damit anfängt zu zeichnen. Da kriegt man richtig schöne Striche dabei raus. Und zwar habe ich angefangen, dann mit unterschiedlichen Vorgehen mit dem Bild zu arbeiten. Und zwar bei einem Vorgehen habe ich zuerst helle Farben benutzt, dann habe ich nochmal andere Farben darüber gelegt, die sich mit der unteren vermischt haben. Und immer wenn ich nicht weiter wusste, habe ich halt das Bild immer wieder gedreht. Und dadurch haben sich halt auch echt tolle Texturen erzeugen lassen. Das Bild, das ich jetzt gerade sehen könnt, das hat mich dann so ein bisschen irgendwie an einen Mangrovenwald erinnert oder sowas. Deswegen wollte ich das halt auch so ein bisschen mit Bäumen verzieren, dieses Bild. Und ich finde, das ist mir auch am Ende sehr gut gelungen. Und es ist definitiv einer meiner Lieblingsbilder, die ich in meiner ersten Bilderserie damit angefertigt habe. Eine weitere Sache, die mir noch aufgefallen ist, und zwar ist, dass die Wachsmalblöcke extrem schnell wegschmelzen, also wirklich extrem schnell. Und hier könnt ihr sehen, wie krass das ist. Also nach einer halben Stunde einfach nur ausprobieren, sahen die halt schon so bei mir aus. Bei meinem nächsten Experiment habe ich dann wirklich eine Bienenwachskerze genommen. Die habe ich dann halt an der Unterseite ein bisschen angeschmolzen und habe dann mit dem Maleisen auf dem Papier gearbeitet. Aber es hat leider nicht ganz so gut funktioniert, weil, naja, also schaut selbst, es sieht halt aus wie Öl und ja, es wirkt halt nicht so toll, muss ich sagen. Aber es hat richtig geil geduftet, also es hat so lecker geduftet, ich hätte die am liebsten aufgegessen, die Kerze. Bei meinem nächsten Experiment habe ich dann versucht, einen Regenbogen zu machen, also so ein ganz was Einfaches quasi. Ich habe halt auch festgestellt, dass das nicht ganz so einfach ist, wie man vielleicht denkt, weil wenn man die Farben einzeln auf das Papier aufträgt, dann sieht das halt nicht so schön aus und auch nicht so kontrolliert. Deswegen habe ich dann angefangen, alle Farben direkt auf das Maleisen aufzutragen und habe dafür das dann halt waagerecht gehalten. Und ich hatte so Angst dabei, dass mir das
heiße Wachs auf die Hände tropft, Leute. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Aber zum Glück ist dann nichts passiert und es hat doch alles noch ganz gut geklappt. Vereinzelt habe ich dann noch so kleine Experimente gemacht, zum Beispiel mit einem Schwamm. Da habe ich dann das Wachs auf das Maleisen aufgetragen und habe das dann von dem Maleisen so weggetupft und dann auf das Papier, dass man halt so Grastextur erzeugt. Aber auch davon war ich nicht so ein wirklicher Fan von, weil dieses Maleisen war so heiß bei mir, dass der Schwamm teilweise weggeschmolzen ist. Und als ich das mit einem Pinsel versucht habe, also so Texturen damit zu erzeugen, das hat auch nicht ganz so gut geklappt, weil wenn das Wachs auf dem Pinsel erst einmal trocken ist, Leute, ich schwör's euch, man kriegt es nicht mehr wieder weg, ne? Also, egal womit man das versucht, ja, ich glaube, das brauche ich hier gar nicht weiter zu erläutern. Am Ende hatte ich noch probiert, ein Tutorial auf YouTube zu folgen, also ein Anfänger-Tutorial. Aber irgendwie war ich damit nicht ganz zufrieden, weil mir das Bild einfach zu langweilig war. Deswegen habe ich das halt auch wieder in dieser Methode gemacht, also in dieser abstrakten Methode, dass man immer, wenn man nicht weiter weiß bei dem Bild, dass man es einfach dreht. Und genau, das ist dann halt bei mir dort rausgekommen, dass ich dieses Bild halt auch wieder so mit einem Wald assoziiert habe. Und deswegen habe ich das dann halt immer weiter ausgearbeitet. Was ich auch nochmal ansprechen wollte, ist, und zwar, warum dieses Maleisen eine glatte Fläche hat. Und zwar ist das deshalb wichtig, weil wenn man die Farbe dort aufträgt, also das Wachs, dann bleibt das halt auf dieser Fläche drauf. Und wenn ich das jetzt mal mit einem normalen Bügeleisen vergleiche, wo man halt diese Löcher da drin hat, da würde das Wachs einfach reinlaufen und die Elektronik beschädigen. Und das wäre richtig, richtig scheiße. Das Problem war nur bei mir, meine Fläche war nicht gerade. Also ich konnte das richtig spüren, wenn ich so da über die Fläche, also über das Papier rübergegangen bin, dass das irgendwie nicht gerade war. Also auf der einen Seite war die Seite irgendwie höher als auf der anderen. Ich weiß nicht, ob das generell bei diesen Maleisen so ist oder ob ich jetzt ein Montagsprodukt gekriegt habe, aber es war halt schon echt teilweise nervig. So Leute, ich bin jetzt fertig mit dem Ausprobieren. Ich habe das Maleisen jetzt mehrere Tage ausprobiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Ding irgendwie schon geil, sehr messy aus jetzt. Aber ich finde das halt echt cool, weil man damit echt tolle Effekte erzeugen kann. Also ich weiß auch, ich habe sehr viele Tutorials geschaut auch was jetzt gegenständliche Malerei mit dem Maleisen angeht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Anwendungszwecke zu diesem Maleisen eher im abstrakten Bereich sehe. Also wenn man irgendwelche Texturen erzeugen möchte, oder wenn man wirklich so, weiß nicht, so random Illustrationen erzeugen möchte und man braucht halt einen Hintergrund für diese Illustration, dann kann man das sehr gut dafür benutzen. Und was ich auch noch richtig toll finde damit, also es wird halt so richtig schön heiß und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Papier aufgespannt habe und ich fahre damit einfach hier so drüber, dann bügele ich das mit dem einfach richtig schön glatt und dann brauche ich nicht warten, bis das Papier getrocknet ist, sondern ich gehe einfach so damit darüber und dann ist das Papier gerade und dann kann ich direkt anfangen zu malen. Also für Leinwände aufspannen oder so ist das Ding echt geil. Also auch wenn man zum Beispiel jetzt Stoff auf eine Leinwand aufbringen möchte, perfekt einfach nur. Damit kriegt man das richtig schön glatt. Was die Farben angeht, da kann ich nur dazu sagen, dass es sehr interessant war, mit denen zu arbeiten. Ja, ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass diese Blöcke viel größer sind. Aber sie sind richtig schön weggeschmolzen, sodass man richtig schön mit denen arbeiten konnte. Also das hat mir auch sehr gut gefallen mit denen. Ja, das war's von meinem kleinen Test hier. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Und dann hoffe ich, dass wir uns zum nächsten Mal wiedersehen. Bleibt immer schön kreativ. Und bis zum nächsten Video. Ciao!